So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, ich habe eben überlegt, wo wir stehen geblieben sind. Und da fiel mir ein, ich habe ja hier dieses Monster-Dingen bekämpft und hatte den Kampf verloren. Und danach gab es den Break. Jetzt hatte ich mal wieder ein paar Tage Pause, so... Ja, eine Woche oder so war das schon. Und ja, jetzt versuche ich natürlich direkt nochmal den Kampf. Und hoffe, dass ich ihn schaffe. Dann, nee, ich wollte gucken, ob ich auch alles an Gedöns habe. An Tränken, ja, ich kann mich nicht ausruhen. Also, auf in die Schlacht. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Nur hoffe ich, dass ich schnell ins Spiel reinkomme, weil es startet ja hier direkt mit einem Kampf. Hier ist es. Schön. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Jo, und er ist anscheinend auch unterwegs. Schau. Hierher. Ach komm, ich versuch's nochmal hier. Ah, die geilen Buben mit dem Schwert, wie das leuchtet. Ich mag das. Das wird sich doch mal die Tür. Jo. Fängt gut an, ich lass mich erstmal schlagen. So. Dann machen wir es halt so. Ich brauche echt mal eine neue Bewaffnung. Jetzt, du Stück Dreck. Ja, beleidigen brauchst du es jetzt nur auch nicht, Geralt. Das ist, glaube ich, schon am Arsch genug. Beim Grab meiner Mutter. Schnell die Geister, das haben sie den Fehler habe ich beim letzten Mal auch gemacht, dass ich sie nicht angegriffen habe. Ich glaube, den brauchte man nicht mehr ärgern. Steigt aus dem Grab aus, der ist dauerhaft verärgert. Na komm, diesmal. Jetzt weiß ich. Ja, brennt. Nicht gut. Ja.
Geschafft! Zur Hölle! Du hast mein Kind umgebracht! Du weißt, es musste sein. Du solltest den Fluch aufheben. Es retten, verdammt! Doch nicht umbringen! Vergib mir. Ich hatte keine Wahl. Es tut mir wirklich leid. Ja, natürlich. Und wie es dir leid tut. Beruhige dich und geh heim. Mit etwas Glück bringe ich bald Neuigkeiten von deiner Familie. Was? Was hast du mit dem Blut vor? Ich? Nichts. Ich hoffe nur, der Weideler weiß etwas damit anzufangen. Geh jetzt. Ich komme wieder, sobald ich etwas weiß. Naja, ich will dann doch mal die andere Variante versuchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war falsch. Also werde ich nochmal laden. Kampf habe ich zwar gewonnen, aber irgendwie... Ach nee, das war irgendwie falsch. Weiß nicht. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten wenn war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, die Mumien vom Buckelsumpf. Ja. Nee, ich will doch die andere Variante dann mal... Weil irgendwie... Wenn man es eventuell auch anders lösen kann, dann sollte man es wenigstens probieren. Bei der Keira, naja, je nach Antworten kann man sie ja auch killen, wie man gesehen hat, aber das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, ich versuche halt auch die Alternativen. Gut, der Ladebildschirm ist ein bisschen kacke, aber ging ja jetzt relativ schnell. Ja, dann... So. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Na dann. Hier ist auf geht's, Part 3 mit dem Fehlgeborenen. Das wirklich gucken wir uns jetzt einfach mal an. Hast du denn gar keinen Ein... Gut. Ja, doch, Einsehen habe ich. Das Grab und gut, ist und offen. Du hast was gelernt, alles klar. Was Grab hat das zu bedeuten? Wir werden vielleicht sterben. Der Fehlgeborene ist offen. Wir werden vielleicht wirklich sterben bei der zweiten Variante. Ja, bei der ersten sind wir auch schon gestorben, von daher... Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Das sind doch tolle Voraussetzungen hier. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Ah ja. Damit siehst du auch nicht sehr begeistert aus, mein Freund. Papa! Ja. Gut. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Maxi. Oh, Scheiße. Ich will das hier auch nicht angreifen. Was heißt nie angreifen? Achso, ja.
Ah, ich hasse die Missionen, wo man so hinterherlaufen muss. Also das, da muss ich sagen, da hoffe ich ja immer, dass es dann ein bisschen schneller geht, aber... Fehlgeborenen hat sie angelockt. Ein Grab meiner Mutter. Unternimm was. Ach, der Geist kämpft für mich. Ich habe ihn beherrscht. Das ist ja geil, das funktioniert. Ohne die Kehle durchgeschnitten, ne? Klar. Schön. Ey, komm nicht. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn. Ganz cool bleiben. Der Geralt hat alles im Griff. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ah ja, hier ist das Anschlagbrett wieder gelb. Müssen wir nach der Quest mal gucken. Aber jetzt können wir das bestimmt nicht, oder? Nee, lesen ist jetzt nicht. Oh oh. Es kommen noch mehr. Eine Heilung. Los, komm! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Komm schon, kämpfe für mich. Ja, man sollte alle für mich arbeiten, das bin ich mir sicher. Zwei! Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich... Es hat geklappt. Geralt hat alles im Griff hier. Geralt hat alles im Griff. Nee, nichts zum Aufsammeln. Schade. Ja, komm. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Tochter? Keine Ahnung. Kamen noch ein paar Geister. Und jetzt? Ach komm, irgendwie putzig ist er ja schon. Sie. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir. Die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen. Dir. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Wie jetzt? Ich dachte. Das war ein Retten. Jetzt hat er sie damit getötet. Na geilo. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich der ja in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber
Das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Kann ich jetzt irgendwas anderes tun? Kann ich nochmal ins Anschlagbrett gehen? Ah ja, auf einmal kommen sie alle wieder raus. Interessant. Ja, alles klar. Ja, das war genau der Plan. Dachreparaturen. Ich habe ein Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um seine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es in Mittelhain. Die wollen meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, das ihnen Feuer sandte. Um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt darüber nach, Leute. Und schon die andere Sachen. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln, Furunkeln und Gichtgelenken gegen Pökelfleisch oder ähnliches. Vorsicht, die Salben stinken widerlich. Doch schwöre ich, dass sie Wunder wirken. Na, lecker. Das hat man doch, glaube ich, schon. Zwangseinberufung auch. Massagen bei Schmerzen und mehr. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen. Oh ja. Die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Das klingt aber ein bisschen pervers. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ali, Ellie, wie auch immer. PS. Verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Auch schade. Bestie vom Ehrendorf. Ach ja. Bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Fragt nach Sobemir, den Ältesten. Alles klar. Ja, cool. Eine neue Quest. Kein Wunder, dass das wieder gelb war. Schön, schön. Dann kam das vielleicht mit den DLCs, die ich da runtergeladen habe. Was weiß ich, aber erstmal eine Stunde Meditation. Dass wenigstens die Energie voll ist und dann gucke ich mal einen Questlog. Das machen wir erstmal gleich fertig. Dann hier Nebenquests. Hexeaufträge? Die lustige Witwe. Ja, das können wir dann auch noch machen. Mysteriöse Spuren. Hanna aus den Wäldern. Okay. Das Ding aus dem Sumpf. Oh ja, Level 25. Naja, das ist, glaube ich, eine kleine Stufe zu hoch. Schatz suchen. Schön. Stufe 11. Das könnte man eigentlich machen. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal die Quest hier fertig. Vielleicht haben wir danach ja ein Level-Up. Viele Punkte fehlen ja so nicht mehr, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann schauen wir doch mal. Daneben.
Und dann, ja, hinsetzen und abwarten, ne? Den Baron schickt da rein, alle anderen dürfen wieder umherlaufen. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Krass. Okay. Ja, hier, nicht so schnell. Ich bin ins Dorf wegen der Steuern und ich werde hat die Mädel durchgenommen. Also hat er okay. Ja, ich wechsle hier mal wieder auf Igni. Obwohl das mit Gedankenbeeinflussung ist cool. Die Fähigkeiten sind an sich ziemlich cool alle. Also ich weiß nie, was ich nehmen soll. Ich würde ja gerne mehrere ausrüsten, aber das geht auch nicht. Das komische, leuchtende, fliegende Ding beunruhigt wohl keinen, was? Naja, gut. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Na, so nicht. Ein Häuschen, kann ich da rein? Kann ich da rein? Ja, ich kann komisch an der Seite rumkriechen. Brennt das? Nee. Okay, der, alles klar. Cool, kann hier rein? Scheint nicht so, aber gucken muss ich wenigstens, wenn wir hier schon überall unterwegs bin. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Leid riskieren. Zogen die sich hier etwa um? Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ja, was ein ist mit Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Wo bist du denn? Achso. Was war das? Warum fangen die an zu brennen? Ich habe doch... Ach Quatsch, in dem habe ich ja Feuer drin. Stimmt. Ach, keine Ahnung. Da. Da laufe ich ja voll daneben. Nur mal kurz auf die Uhr geschaut. Was läuft denn da schon wieder rum? Moorhaut-Zombies. Depp. Ich hab Feuer ja gar nicht ausgerüstet, so. Ach, da sind noch mehrere davon. Ja, kommt her. Ja.
Weg! Da haben sich ein paar Mikrophagen einen schönen Tag. Das sollte ich mir mal ansehen. Weg! Macht den anderen mit kaputt. Ach, schade. Geh weg, Igitt. Ach, komm. Das war nicht der Helden. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ja, mach ich ja gleich. Erstmal hier Döns sammeln. Wenn ich es hinkrieg. Was haben wir denn da? Ein Pferd. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Na ja. Ich war früher für meine Hausaufgaben gebraucht. Das war kein Mikrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Armes Pferdchen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Was bist denn du für einer? Hast du was dabei? Nee. Zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt meditieren kann. Tja, Wolfi, das hättest du nicht machen sollen. Ach, und der Nächste. Die Fähigkeiten sind gut. Will der Letzte auch noch was? Ja, will er. Verdammt. Ah, natürlich. Und der trifft mich. Ja, Hundeteig, toll. Noch mehr Hundeteig. Müsste ich auch schon jede Menge haben. So, ein paar Blümchen. Einfallen. Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Blümchen? Oh, so, als könnte man es mitnehmen. Oh ja. Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Ah. Na, wer seid denn ihr? Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Ähm.
Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin, weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Ja, das wäre interessant. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Oh. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Klingt ja toll. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune. Mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab. Trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich hab Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Das stimmt. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Na, aber wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich eine Runde putzen. So, Bettelarm, ihr habt lauter tolles Zeugs. Na? Achso, da ist nichts drin.
Hatte der denn eben noch einen Pulli an oder sowas? Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Ja. Cool. Level up. So habe ich es mir erhofft. So, was steht denn hier jetzt zur Auswahl? Erstmal lass mal hier gucken. Charakter. So. Ja, wir machen natürlich hier weiter. Ha, wie viel brauchen wir denn hier für sowas? Zusätzliche Punkte für Freischaltung nötig 3. Ja, die hätte ich ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Feuerstrom wäre auch gut. Haben wir das über... Ja, das haben wir sogar ausgerüstet. Was mache ich denn? Hier das zerbricht. Ausdauer. Regeneration im Kampf plus 0,5. Ja, ich versuche es mit dem Schild. So, hier. Das wäre dann dieses, dann haben wir das auch komplett ausgerüstet. Das sieht doch. Sieht doch gut aus. Dann was haben wir hier. An Nebenquests. Ich würde gerne noch ein bisschen leveln. Machen wir doch mal einen Hexerauftrag. Wie wär's hier mit der lustigen Witwe? Das klingt doch toll. Wo müssen wir dafür hin? So. Ah, hier, das ist gar nicht so weit weg. Zumindest scheint es jetzt so auf den ersten Blick. Und Fragezeichen haben wir auch schon ein paar Sachen erledigt, aber es sind immer noch so unglaublich viel übrig. Oh, hier sind 3 am Stück. Da müssen wir demnächst mal hin. Aber jetzt machen wir hier erstmal die lustige Witwe. In Lindenthal. Ja, da rufen wir gleich den Klötze-Express. Und dann geht's hier los. Oder finde ich hier noch irgendwas Tolles? Weiter. Weiter. Na ja, gut. Ja, Kräuter sammeln muss ja auch sein. Naja, ich nehme jetzt den Plötze-Express. Obwohl, ist das schon hier? Tut mir leid, Plötze, aber... Oh, ich bin wohl schon... Da. Hier irgendwelche Händler oder sowas? Ja gut. Ja. Schön. Plötze ist mir gefolgt. Du feines Pferdchen. Ah!
Ja, dann würde ich sagen, mache ich eine Meditations- und Speicherrunde. Bisschen zapp, ja, 7, 8 Uhr sagen wir. Und dann mache ich noch eine Speicherrunde. Oha, er wird mich wohl vernichten. Hoppla. Falscher Knopf. Genau, ich wollte den hier. Ich wollte das Spiel speichern. So, manuelle Speicherung hier anlegen. Gut. Und das war's dann für diese Runde. War ja ganz erfolgreich. Monster besiegt. Das Quest gemacht, noch ein Level geschafft. Ja. Von daher, ich bin soweit ganz zufrieden. Jetzt geht's später weiter mit der lustigen Witwe. Bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Hoffentlich was Schönes. Wer es glaubt. Ja, ist mir wie immer eine Freude gewesen. Bis dahin, einen schönen Abend und ciao.